Boah, Digga. Ich muss auf die Geschwindigkeit. Weil neben hässlichen Leuten sieht man meistens hübscher aus, Papa. Er wollte nämlich einfach keine Filme. An der Stelle, Leute, mal ganz kurz, weil ich es immer vergesse. Ihr könnt auch gerne abonnieren. Das würde mich sehr freuen, falls ihr nicht gemacht habt, natürlich. Und ein Like, einen Kommentar. Ist auch mal super. Macht den Papa glücklich. Und checkt gerne meinen Partner aus Just Legends, der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Es gibt wieder YouTube-Beef. Warum haben sich nicht alle lieb? Leon Lovelocks Kindergarten-Fronts gegen mich. Leon Lovelock war doch der Typ, der Anfang Corona-Phase meinte, Leute, wenn der Lockdown kommt, ich gehe raus, ich bleib nicht zu Hause, ich gehe auf die Straße. Das lasse ich mir nicht gefallen. Der war einer der Ersten, der so ausgerastet ist. Ich bin sehr gespannt, was es da schon wieder für Action gibt. Boah, Digga. Ich muss noch die Geschwindigkeit auf Standard stellen. Das war nix, Jungs. Wir gucken rein. Ey, mach, Digga. Ich schwöre, ich hab Bock drauf. Ich wäre ready dafür. Wenn mal einer jetzt um die Ecke kommt und so ein Leon-Lovelock-Zerstörungsvideo macht oder so. Okay, Bro, hier bin ich. Aber wahrscheinlich bekomme ich nach dem Video wieder solche Nachrichten hier. Und auf deine Argumentation werde ich gar nicht eingehen. Ich hab dir gesagt, wieso, weshalb, warum. Bis 12 Uhr ist dieser Song offline. Sonst wird es Konsequenzen geben. Wisst ihr, eigentlich bin ich auch wieder cool mit Leon Lovelock, denn ich habe ja 2 Videos über ihn erstellt gehabt, nachdem er solche Aussagen hier getätigt hat. Es geht hier nicht um ein Virus oder so. Nee, geht's nicht. Das ist meine ehrliche, eigene Meinung. Sag mal, checkt ihr nicht, dass die genau das schaffen, was die schaffen wollen? Angstmacherei, Kontrolle, uns vorschreiben, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben, Freiheit einschränken. Das sind Kriegszustände, Digga. Wegen einem Virus, der nicht tödlich ist. Nochmal. Bro, du warst gestern mega bekifft, oder? Hä? Nein, wieso? Was meinst du? Das Lustige ist ja eigentlich, dass wir Beef hatten, weil ich ihn Lostlock genannt habe. Er meinte damals, dass das halt auf seine ganze Familie geht und dass ich das halt unterlassen soll. Ich habe halt mit Mois geschrieben und Mois hat das halt selber mega oft gesagt. Komischerweise gab es da halt keinen Beef. Ich habe einfach den perfekten Clip, der Leon zusammenfasst. Ich sag dir, der Nächste, der mich komisch an... Den kennen wir schon, ja. Guck, tut mir jetzt schon leid. Tja, wie wär's denn mit ihm? Ich, bitte sei nicht albern, der belästigt doch niemanden, nicht so wie der da. Meinst du mich? Eigentlich war das Ganze dann auch geklärt. Ich habe noch einige komische Nachrichten bekommen, passiert es allerdings natürlich nicht. Ich finde das so geil mit diesem so, die wollen, dass wir zu Hause bleiben, bin ich halt immer so, und warum sollte man das wollen als Regierung? Was hat man davon, wenn wir das Haus nicht verlassen? Wäre es nicht geiler, wenn wir einfach alle arbeiten gehen und krank Steuern zahlen? Dann haben wir auch mehr Bock drauf, oder nicht? Keine Ahnung, also ich finde, das macht irgendwie keinen Sinn. So, was bringt denn das, uns zu Hause zu halten? Also ich, oder muss man mir mal klären, mal, was da die Idee dahinter ist, so, warum sich da so eine Merkel dann ins Fäustchen freut. So, juhu, wir bleiben alle zu Hause, jetzt kann ich auf der Straße nackt rumlaufen. Vermutlich kann einfach der Söder nicht Fahrrad fahren und er will es lernen, aber es ist ihm peinlich, dass sie alle zu Hause bleiben, dass er schnell Fahrrad fahren lernt. Nichts. Ich habe ja anschließend noch einen Live-Talk mit Kianosch und Leon Lovelock geführt, wo ich euch einige lustige Szenen ja bereits in einem anderen Video gezeigt habe. Wer hat dir verboten, dass du Videos machst? Du hast gesagt, lösch es bis 0 Uhr, sonst gibt es Konsequenzen. Also du hast mir ja verboten, das Video online zu lassen. Nein, Digga, ich wollte das nicht so stehen lassen. Boykott-Vlog wollte ich so in dem Moment nicht stehen lassen. Da kannst du jetzt hier labern, was du möchtest. Du hast eine ganz klare Intention verfolgt. Das ist für mich Fakt. Das stimmt doch gar nicht. Dann mache ich das ja, mal okay, richtig. Dann ist es deine Meinung. Aber wo troll ich? Ich verstehe nicht, wo ich trollen soll. Ich habe keinen Bock auf den. Kianosch, peace out, man. Lustig ist vor allem, dass er da zu mir Folgendes sagt. Guck mal, für mich bist du gestorben. So, für mich gibt's dich nicht mehr. KuchenTV ist in meinem Kopf und in meinem Kosmos. Ja, warte mal ab, was Manuel dazu sagt. Du bist gelöscht. Okay, also halten wir fest. Ich, KuchenTV, Aktienhändler, Bitcoin-Trader, Audi A7-Fahrer, reich, Model, Influencer und richtig hübscher Typ, ist für Leon Lovelock aka der Cringe-Guy und Doppelmoral in Person gestorben. Ich existiere in seinem Kosmos gar nicht mehr. Gut, dann wäre es jetzt ja richtig komisch, wenn er mich plötzlich doch wieder in dem Video erwähnt. Trollvideo auf YouTube, Bruder. Yeah. Wie so ein Exposed-Trollvideo auf YouTube, so, weißt du? Krass. So Kuchen-TV-Video oder so ein Shit. Hä, wie Kuchen-TV? Ich denke, der existiert in deinem Kosmos gar nicht. Wer soll denn das sein? Naja gut, das war vielleicht einfach aus Versehen. Was ist das erstens? Woher hat er dieses Bild von mir? Ich existiere in seinem Kosmos doch gar nicht. Aber diese Szenen sind halt auch einfach mega nice. Der hat einfach dummen Scheiß hergelabert. So, natürlich. Ich finde sowas wie du bist für mich gestorben, ist mir so mal eine schwierige Aussage.
Im ersten wirft er mir ja vor, dass ich nur Trollvideos mache. Das gleiche hat er mir schon 2-3 Mal im Live-Talk mit Kianosch vorgeworfen. Meiner Meinung nach bist du halt einfach ein Troll, Bruder. Du bist so ein ekelhafter Troll, Digga. Ich würde eigentlich wirklich gerne mal wissen, was das für Trollvideos eigentlich sein sollen. Denn wenn man das Ganze genau nimmt, dann sieht es ja so aus. Du hast ein Video gemacht, wo du sagst, dass wir uns gegen die Regierung stellen sollen und im Falle eines Lockdowns trotzdem rausgehen müssen. Wir dürfen uns nichts verbieten lassen und das ist sowieso ein Plan von denen da oben. Ich habe dann ein faktenbasiertes Argumentationsvideo gegen dein Werk gemacht, wo ich gezeigt habe, dass deine Punkte Menschen in Gefahr bringen und die Regierung halt offensichtlich nichts plant. Dein Video ist für dich also ein Kuchen. Warum färbst du das Rot und das Grün ein? Damit willst du ja symbolisieren, dass das hier verboten ist und falsch ist. Bam, bam, wrong. Und Grün, ding, ding, richtig, richtig. Das ist ja voll Manipulation, was du gerade hier betreibst. Und warum hast du den Papierhintergrund von Mimi geklaut hier hinten? Das ist doch nicht okay, Leute. Was ist hier? Ich schau schon auf. Ein seriöses Werk, was man bringen kann. Vernünftig dagegen zu argumentieren, ist allerdings nur ein Trollvideo. Ja, so kann man sich das Ganze natürlich auch schönreden. Und bitte, wenn du auf dieses Video... Ja, war nur Spaß. Also an sich passt es schon. Aber man könnte es so vorwerfen, so, nimm doch eine neutrale Schrift. Nee, aber also ich finde es auch interessant. Ich habe vorhin gelesen, dass man die Idee ist, dass man den Staat zusammenbrechen lassen will dadurch. Finde ich interessant. Ich meine, am Ende kann ja jeder glauben, was er möchte. Am Ende ist ja die Wahrheit und wir sind die Idioten und so weiter. Am Ende haben wir alle Unrecht und ich habe es aber eben für wahrscheinlicher gehalten, dass dem eben nicht so ist. Ich glaube, Unge ist an Corona schuld. Das macht Sinn, finde ich sogar. Weil es der Einzige, der nicht in Deutschland ist. Wenn du hier eingehst, dann bring diesen Punkt bitte mit ein. Ich würde das wirklich gerne verstehen. Aber Leon Lovelock ist darüber hinaus auch sowieso jemand, der nicht wirklich gut mit Kritik umgeht. Er hat nämlich ebenfalls vor einigen Monaten einen heftigen Beef mit Marvin California gehabt. Und da hat er in seiner Instagram-Story Folgendes dazu gesagt. So, was geht ab, Freunde? Ganz kurzes Ansägchen hier auf Insta-Story. Und zwar an Marvin Motherfucking California. Ich habe gesehen, was du hier versuchst, Digga. Du versuchst hier Welle zu schieben mit deiner intellektuellen Spasti-Art, Digga. Versuchst du mich zu drücken, du Wichser, Alter. Durch mich machst du das, was du gerade machst, Alter, du Keck. Was bist du so disrespectful, Mann? Komm zu mir, red mit mir, komm vor meine Augen, sag mir, was dein Problem ist. Wir klären das, Digga. Was machst du schwule YouTube-Videos, Bruder? Ich bin nicht einer von diesen Kecks, Digga. So, versteh das, Bruder. Ich hoffe, der Tag kommt, wo wir uns sehen. Und dann wirst du sehen, du Bastard, Alter. Er bedroht also wohl... Ich find's interessant immer, dass so Leute, die dann immer so einen auf Gangster machen, indem sie halt so ein bisschen schlechteres Deutsch anwenden und sehr viele Vulgärsprache verwenden und so, obwohl man ja vorhin gesehen hat in dem Video, das ist nicht nötig, man kann auch ganz normal reden, so absichtlich so ein bisschen sich reinstressen und nochmal so ein bisschen mehr auf Gangster machen. Anti-Allmann, keine Ahnung, so voll random irgendwie, bin ich mal so, wo macht man das denn mit Absicht immer so? So, weiß ich nicht, so Walla Bruder und keine Ahnung was so, verstehe ich mal nicht. Ist es notwendig, um ein bisschen meinungsstärker, brutaler und realer zu wirken so? Weil ich kann dann solche Menschen oft immer nicht ernst nehmen. Ich bin immer so, was ist das? Keine Ahnung, ich habe nichts verstanden. Was ging's denn gerade hier? Wer ist der andere Typ? Aber ich bin für den anderen schon mal so ein bisschen eher. Wohl generell gerne Leute, die sachliche und konstruktive Kritik gegen ihn bringen. Erst mich und dann Marvin California. Kommen wir jetzt mal zum Smash or Pass Video, wo ich ja ebenfalls Inhalt geworden bin. Hier sind einfach mal alle Bilder von den Männern, die sie bewerten sollte. Mir fallen da 2 Dinge auf. Euch auch? Schreibt's mal in die Kommentare und liked das Video, wenn ihr schon dabei seid. Alles sind so Alpha-Männer und dann haben sie Kuchen-TV mit reingenommen, obwohl da nicht mehr ganz sicher bin. Das ist halt echt wie so ein Kinderrätsel. Welches Bild gehört nicht dazu? Naja, auf jeden Fall deins bei erfolgreichen YouTubern. Erstmal sind das allesamt entweder super muskulöse oder super gehypte Personen, beziehungsweise... Digi, was ist denn da unten los? Und was ist denn das für eine Teil hier? Das ist ja nicht... Das ist doch Photoshop, oder? Wer hat denn so einen irren... Von den Beinen hier so fett dann? Was geht mit dem Körper ab? Da stimmt ja hin und vorne was nicht. Bei Karl S. erfolgreiche, was man auf dem Foto ja auch zumindest erahnen kann. Dazu hat er bei jedem anderen komischerweise ein seriöses Bild genommen, außer bei mir. Dieses Foto stammt nämlich von Instagram und das war halt ein Meme, was ich gepostet habe. Ich habe das abends halt extra so aufgenommen, damit das mit der Bildunterschrift zusammenpasst. Warum nimmst du von mir denn kein seriöses Foto, wie das hier zum Beispiel? Oder das hier mit meinem Sohn, das kommt auch immer sympathisch. Oder das mit Miguel Pablo, weil neben hässlichen Leuten sieht man meistens hübscher aus, Papa. Er wollte nämlich einfach keine faire Bewertung. Wenn er nämlich ein seriöses Bild genommen hätte, dann hätte sie wahrscheinlich einfach nur gesagt, na gut, das ist halt nicht mein Typ. Er wollte, dass sie so schlecht wie möglich über mich redet, damit ich in diesem Video so hart gefrontet werde wie möglich. Und deswegen hat er halt so ein Trollfoto von mir genommen. Du hast gesehen, nicht mein Typ. Ja, wer weiß, ich wollte alles mal ausprobieren. Aber stellt euch wirklich mal vor, der Trottel kommt auf eure Tinder-Seite.
Boah, ist das widerlich. Oder an die Frauen, würdet ihr liken? Würdet ihr? Schreibt es vielleicht mal kurz in die Kommentare. Ohne Scheiß, bei diesen 6 Bildern eher sogar. Beim Rest war ich so, was geht denn hier? Hab gar keinen Bock. Ich frag für einen Freund. Ich meine, warum sitzt der Schmerz wirklich noch so tief, dass du irgendwelche Trollbilder von mir bewerten lässt, weil du denkst, dass das ja voll der harte Front ist? Digga, das ist halt einfach nur peinlich und kindisch, was du da machst. Lustig ist ja auch, dass er quasi nur dafür bekannt geworden ist, dass er Interviews mit anderen Rappern gemacht hat. Damit hatte er nach seinem Skandal erstmal aufgehört und wollte versuchen, seine Persönlichkeit mehr in den Vordergrund zu stellen. Sein Ziel war es also, Videos zu machen, wo es halt mehr um ihn geht und nicht mehr um irgendwelche Rapper oder andere Personen. Naja, er hat es halt auch versucht und ist damit halt einfach komplett auf die Schnauze gefallen. Während vorher die Videos teilweise 200.000 oder 300.000 Aufrufe hatten, hatte er jetzt sehr viele Videos, die halt nicht mal die 40.000 geknackt haben. Es war also ein kompletter Reinfall. Ja, aber an sich finde ich so 40.000 ist immer noch irre viel. Also ich war eine lange Zeit lang einiges weniger gewöhnt und so. Also das ist so, vielleicht kann das für einen Kuchen als unglaublich wenig sich anfühlen. Aber klar, es ist ein Rückschritt. Aber ich finde, manchmal ist auch so ein Rückschritt mehr wert, als wenn man Content macht, hinter dem man nicht stehen kann. Ja. Kuchen, was machst du für ein Gesicht? Und was macht Leon Lovelock natürlich, nachdem er merkt, dass das doch nicht so gut funktioniert? Naja, der Typ fängt halt wieder an, Interviews zu machen. Beziehungsweise wartet, es sind ja gar keine Videos, es sind jetzt Talk-Videos. Das sagt er sogar selber. Yes, Freunde, wir machen heute mal wieder einen Talk. Ja, das sind keine Interviews, wir machen Talks. Lustigerweise sagt er halt auch zeitgleich sowas hier. Und du wirst sehen, du hast mit Manuelsen ein erfolgreiches Interview, jetzt machst du mit mir wieder ein Interview und jetzt sind alle wieder an deinem Dick. Das geht ganz schnell. So ist die Welt. Gut, beziehungsweise wir sind mal fair. Flair sagt das. Allerdings widerspricht er da ja auch nicht, sondern hält lieber mal ganz ruhig. Ja, aber ein Talk und ein Interview ist ja ungefähr das Gleiche. Beim Talk ist halt, man soll selber noch ein bisschen mitquatschen. So. Aber ein Interview ist oft ja auch irgendwo ein Talk. So. Also welche Interview macht nur Fragen, ist danach so. Nächste Frage macht man ja eher selten, wenn man ein Interview führt. Man will ja doch ein bisschen gemütliche Stimmung schaffen und halt auch den Interviewten nicht wie bei so einem Forschungsgespräch ganz kalt erwischen, sondern eher so ganz normal halt ein Gespräch verwickeln. Und nicht sein Maul. Denn es sind halt nun mal Interviews. Er stellt der anderen Person die ganze Zeit Fragen und okay, die reden dann vielleicht ein bisschen über den Punkt, aber trotzdem ist das halt laut der Definition immer noch ein Interview. Der Grund, warum er das jetzt wahrscheinlich nur Talk nennen möchte und nicht Interview, ist halt einfach der, weil er nicht zugeben möchte, sich selbst zu widersprechen, wenn er jetzt doch wieder anfängt, solche Videos hochzuladen. In seinem Video, wo er erklärt hat, warum es keine Interviews mehr gibt, hat er auch gesagt, dass ihn sehr viele Leute nach diesem Skandal haben hängen lassen und halt kein Interview mit ihm führen wollten. Was ja auch klar ist. Ich meine, dass man nicht bei einer Person gesehen werden will, die vorher noch die Maßnahmen der Regierung so komisch kritisiert hat. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Er hat im Interview mit Flair auch gesagt, dass er mit diesen ganzen Leuten, die ihm haben hängen lassen, jetzt kein Interview mehr machen möchte. Aber er dreht ja jetzt auch keine Interviews mehr. Das sind ja Talks. Damit kann er seine eigene Argumentation einfach ausschalten, weil mit jemandem, der ihn hängen gelassen hat, dreht er jetzt keine Interviews mehr. Es sind Talks. Das ist was ganz anderes. Alles gut. Hey Bro, ja, ich weiß, du hast mich damals ignoriert und blockiert, aber ich wollte fragen, ob du Bock hast auf eine Talkrunde. Ich mache nämlich keine Interviews mehr. Ich habe mich jetzt wirklich um 180 Grad gedreht und mache jetzt was komplett anderes. Genauso lustig finde ich die Tatsache, dass er ja gesagt hat, dass er jetzt seine Persönlichkeit und sich selber in den Vordergrund stellen möchte. Von den letzten 24 Videos waren das halt ganze 3 Stück. Und zwar 3 Q&A-Videos. Ja, aber ich bin immer so, da kann ich ein Auge zudrücken. So, was man vorhat, was am Ende rauskommt, ist bei ganz vielen YouTubern etwas völlig anders. Ist klar, gibt es ein paar, die sind ein bisschen, sag ich mal, heute bin ich wieder so wortlos, das ist Wahnsinn. Disziplinierter. Es gibt halt ein bisschen mehr Disziplin, die kann sich dran halten an ihre Pläne und Wünsche und so. Ich versuche mich auch so stark wie möglich dran zu halten, aber manchmal klappt es auch mal nicht hier so. Aber da bin ich so, mein Gott. Dazu hat er 11 Videos mit irgendwelchen Frauen gemacht, weil sowas natürlich immer Klicks zieht. Und 6 Videos waren halt Interviews mit Manuelsen und Flair. Sorry. Talks. Wo geht es dir bitte um deine Persönlichkeit oder dass du bei den Videos im Vordergrund stehst? Ich meine, du hast es versucht, hast gesehen, dass es nicht klappt und bist jetzt halt einfach wieder zurückgerudert, weil du halt Klicks machen möchtest. Und das an sich ist ja auch gar nicht verkehrt. Aber dann spiel doch nicht so ein komisches Spiel, sondern gib einfach zu, worum es dir geht. Er gibt sich in den Videos halt immer psychisch stark. Er ist ein Macher. Er lässt sich nichts sagen. Er hat das meint, meine Freunde. Aber gleichzeitig traut er sich bei Leuten wie Flair oder Manuelsen nicht einmal wieder Worte zu geben. Ich meine, gebt euch mal die Talkrunde mit denen. Er sitzt da wirklich wie so ein Schoßhund und
stimmt denen einfach zu. Wenn aber dann Leute wie ich oder Marvin California kommen, dann werden wir sofort bedroht und angemacht, obwohl wir nur ganz normal ohne Beleidigung unsere Meinung gesagt haben. Leon ist halt einfach bei bestimmten Personen einfach ein Mitläufer, der gar keine eigene Meinung hat bei denen. So, jetzt kannst du ja wieder sagen, dass ich für dich gestorben bin, obwohl du mich halt wieder in 10 Videos krampfhaft versuchst einzubinden. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Bis dann. Okay, thanks. Bye. Ich finde, ein bisschen merkt man schon, dass Kuchen angepisst ist und so. Sie sagen so, es war lächerlich oder so ein Kindergarten-Move, aber an sich hat es ja doch gesessen, der Schlag, vielleicht ein bisschen sogar. Finde ich zwar auch ein bisschen unnötig, jetzt da wieder ein bisschen rumzunecken, sag ich jetzt mal. Aber mein Gott, hat Kuchen wieder Content. Ist ja auch was Schönes, ne, an der Stelle. Ich finde es ein bisschen, jetzt nichts Schlimmes, so, Leon Lovelock. Ich muss halt sagen, ich finde so eine aggressive, beleidigende Art immer schwierig, vor allem wenn man sich eben als Macher oder als Menschen, der mal Karriere machen möchte, sich hinstellen versucht und so weiter. Weil wenn du halt, keine Ahnung, eine Firma aufbauen willst, bist aber ein Chef, der rumbeleidigt. Du, also aktienmäßig wirst du sowieso nie Wert erreichen, aber auch Leute werden auch immer ein bisschen skeptisch sein. So, was ist das für ein Firmenleader, Chef, keine Ahnung was, Abteilungsleiter von mir aus, der rumbeleidigt und so, komisch. Aber auch so, keine Ahnung, wenn du mal mit einem Kunden zusammenarbeiten möchtest oder keine Ahnung, Werbung machen würdest für etwas, wer will schon jemanden buchen für einen Werbeeinspieler, wenn du ein Mensch bist, der, keine Ahnung, schwul als Beleidigung benutzt oder so. Das ist halt, hätte ich keinen Bock als Firma drauf. Also ich glaube, Menschen können um einiges erfolgreicher werden, wenn sie ihr, Dankeschön, der Unsichtbare, Dankeschön, trainieren. Also ich glaube, so die richtig erfolgreichen Menschen sind es nicht unbedingt welche, die da immer einen so auf harten Macker und so einen auf dicke Hose machen, sondern halt wirklich einfach ruhig bleiben, gute Entscheidungen treffen und halt nicht so eine Scheiße gegen die Wand fahren, wenn man halt dann alles persönlich nimmt und so weiter. Aber ja, ist natürlich auch nur eine Meinungssache. So, gibt ja auch ein paar sehr erfolgreiche Menschen, die trotzdem sehr vulgär sind. Aber Ausnahmen bestätigen die Regeln nach meiner Meinung. Naja. Könntest du bitte einmal auf einer deiner Filme reagieren? Wäre mega cool. Wenn wie genau, auf den ganzen Film wäre ich ein bisschen irre, oder? Das wäre ein bisschen krass. Gut, ich hau nochmal Like raus an den Kuchen. Ja, süßes Video.